So, hallo Freunde der Spielkultur in Hitbox und auf YouTube. Wir starten heute unsere weitere Kampagne in Total War Warhammer. Die Zwerge haben wir zum triumphalen Ende geführt und haben die lange Kampagne gesiegt. Man kann ja eh nicht alles erobern, weil man kann ja nicht jedes Gebäude einnehmen. Und dann nehme ich jetzt mal die Untoten, weil die Untoten haben beim Voting damals als Zweitplatzierte abgeschlossen. Weshalb wir mit denen starten werden. Was ist speziell an Untoten? Die sind halt tot, bewegen sich trotzdem, haben Magie anstatt Geld, haben riesige Monster, haben als allererste Fraktion Flugeinheiten, also sehr früh, nicht so wie bei den Zwergen, wo man bis zum Ende rumlungern muss. Einheiten zerfallen und lustigerweise haben Einheiten auch Moral. Aber dafür erzeugen unsere Einheiten immer Angst. Also wir haben einen Bonus gegen Führerschaft. Führerschaft ist ja die Moral. Und wir haben den Vorteil, dass einige unserer Gefallenen nach dem Gefecht automatisch wiedererweckt werden, weil sie sind halt tot. Was willst du machen? Gut, das sind unsere Top-Einheiten. Der Wargulf, das ist so eine riesige Flederechse, die Flederbestie. Beziehungsweise, ja, der Wargulf ist was. Ist so ein Vieh auf dem Boden. Ach, wir werden es sehen nachher. Die Flederbestie und den Sensenreiter. Jetzt gucke ich gerade. Korruption kann vampirische Korruption in feindliche Gebiete verbreiten, was die öffentliche Ordnung beeinträchtigt und sogar zu vampirischer Rebellion führen kann. Das ist jetzt mir beim letzten Mal nicht so aufgefallen, aber unser Hauptgegner sind eh die Menschen. Und Zwerge und Goblins sind so ein bisschen nebensächlich. Weil die können sich bekriegen da, wir können deren Geschichten eh nicht einnehmen, also deren Städte. Und wir haben, was ganz Spezielles bei den Untoten, wir haben keine Geschosseinheiten. Also ganz vom Gameplay total umgedreht zu den Zwergen, die ja sehr massiv auf Geschosseinheiten gehen. Ich habe gerade gehört übrigens, alle fangen immer mit Manfred von Karstein an. Alle anderen. Und ich kenne im Moment auch alle anderen Let's Plays, die zurzeit laufen, sind mit Manfred. Deshalb werden wir uns jetzt mal auf Heinrich Kemmler stürzen. Der hat einen schöneren Namen. Der Heinrich. Was hat er für eine Beschreibung? Heinrich Kemmler ist von einem verzehrenden Verlangen nach Macht besessen. Hört sich schon so ein bisschen nach mir an. Bereits in jungen Jahren erkannte er die Grenzen, die ihm seine Sterblichkeit auferlegt und machte es zu seinem Lebenswerk, eben jener Sterblichkeit zu entrinnen. Er tauchte als junger Mann in die verbotene Welt der Nekromantie ein. Und als er sein 40. Lebensjahr vollendet hatte, war er bereits in der Lage, die Leichen ganzer Friedhöfe zu unheiligen Leben zu erwecken und diese seinem Willen zu unterwerfen. Kemmler wurde zu einem großen und gefürchteten Nekromanten und plünderte auf der Suche nach dunklem Wissen jeden Zauberturm und jeden uralten Tempel, den er finden konnte. Viele Jahrzehnte lang wuchs seine Macht, doch dann tat sich ambitionierte Rivalen zusammen und strebten danach, ihn in die Knie zu zwingen. Es gelang ihm zwar, mit Hilfe eines großen Zaubers der Verwirrung seine Angreifer zu zerstreuen, doch in der Schlacht wurde Kemmlers Leib gebrochen und sein Geist geschunden. Fortan wanderte Heinrich viele Jahre lang als ein halb wahnsinniger Bettler umher. Durch eine Laune des Schicksals stieß er auf das Grab eines vor langer Zeit verstorbenen Helden des Chaos, dessen Begräbnisstätte so gewaltig war, dass sie weit in den Himmel ragte. Hier schloss Kemmler einen schrecklichen Pakt mit den Göttern. Sie gaben ihm seine alte Macht zurück und im Gegenzug schwor Kemmler, in ihrem Namen zu töten und zu zerstören. Wieder einmal war die Zeit gekommen, dass der Name des Leichenfürsten Furcht in den Herzen der gemeinen Bevölkerung hervorrufen sollte. Und er trägt eine Schlange als Hut und als Stab. Und er hat übrigens einen Rock aus Gesichtern, wenn man richtig hingeguckt hat. Das ist meine Lebensgeschichte. Krieg ist unendlich. Und so unvermeidlich wie das Grab. Die alte Welt, eine darin verfaulende Leiche. Manch ein Narr glaubt, sie wäre der Rettung würdig. Doch gibt es Wesen, die eine ewige Nacht herbeisehnen. Ich trage in mir Wissen für jene, die diese Macht besitzen.
die mächtigen Vampirfürsten derer von Karstein. Mein Meister Manfred ist einmal mehr von den Toten zurückgekehrt. Er ist auf dem Weg zum Stammsitz seiner Familie, Schloss Stratenhof. Denn ich habe ihm von einem Meister-Nekromanten berichtet, der die Festung für sich beansprucht. Manfred muss sie zurückerobern und den Eindringling entweder vernichten oder an seinen Willen binden. Die von Karsteins haben sich einmal mehr erhoben, mächtiger Leichenfürst. Und ihr sollt als auserwählter Champion in die Welt hinausschreien. Lasst ihnen vorerst den Glauben, ihr wäret eine willige Marionette. Es gibt viel zu tun. Die Tempelhofbrut kontrolliert die Länder im Norden bis hin zum Fluss Stör. Krieg ist unvermeidbar. Doch ihr seid unbezwingbar. Stehlt ihre Länder, verbrennt ihre Gruften und hetzt ihnen ihre eigenen Toten auf den Hals. Zwerge haben die hohen Berge im Süden verseucht. Eure Heimat wird niemals sicher sein, wenn der Feind so nah ist. Macht Pläne, um die Kurzlinge zu vertreiben. Euch erwartet ein großes Schicksal, Kemmler. Es wurde so vorhergesagt. Führt die ewige Nacht herbei und ihr sollt belohnt werden. Ah! Die Brut von Tempelhof muss im Kampf besiegt werden, ehe sie ihre Kraft wieder erlangt. Nach einem weiteren Sieg gegen Van Krugers Armeen werden seine Lande für die Eroberung offen daliegen. Den Start kenne ich ja noch. Und das Schöne an den Untoten ist einfach das Erheben von Truppen auf dem Schlachtfeld. So, ich werde mich aber erstmal in die Forschung stürzen. Und schalte das Buch für die Skelette frei. So, dann stelle ich direkt die Truppen hier auf. Das fehlt nämlich den größten Vorteil, vor allem in der am Anfang des Spiels. Dass die Untoten halt sofort einfach, ja, mal eben so 5 Truppen mehr haben. Oder 6 hatte ich jetzt gerade rekrutiert. Das Hügelgrab, uralte Waffenkammer würde der benötigen. Das geht ja noch nicht. Das ermöglicht die Gruftgule. Und hier können wir die Vampirfledermäuse und die Todeswölfe. Und die Todeswölfe sind ja sowas wie meine Kavallerie. Also gehen wir auch zuerst auf die. Und jetzt, mein guter Kemmler. Kemmler. Können wir direkt auf den Angriff rübergehen zur ersten Armee. Greift Tempelhof an. Den Mann ohne Nase. Wenigstens bin ich jemand mit einem menschlichen Gesicht jetzt. Manfred hat ja kein menschliches Gesicht mehr. Der hat ja wahrscheinlich zu Hause Poster von Saruman und von dem anderen Typen. Der Nekromant hat diese Sicheltypen plus die Reiter. Lass mir jetzt nicht lügen. Genau, die Sensenreiter und Gespenster. Und das sind nämlich zwei unterschiedliche Einheiten im Gegensatz zum Manfred. Der Manfred hat ja einen Wargulf dabei. Bei 19 Magie muss ich jetzt kein Glücksspiel machen. So, ihr seid ja meine schnellen Einheiten. Die Zombies kommen nach vorne als Opferfutter.
muss mal kurz die Einheiteninfos ein bisschen einblenden. Körperlos. Ignorieren den meisten Schaden nicht magischer Waffen, da sie ihre physische Form weitgehend abgelegt haben. Werden sie nicht durch Terran Bewegungsstrafen verlangsamt. Aha. Da ist schon mal cool, ein Geist zu sein. Nur schlecht, wenn man irgendwas greifen will. Heinrich Kemmler. Heinrich Kemmler. Und ich glaube, der Manfred hat Fledermäuse am Anfang. Körperlos habe ich gerade vorgelesen, was das bedeutet. Weil es im Chat mal kurz gefragt wurde. Sie sind gegen physischen Schaden größtenteils wohl immun. Weil ich mir aber nicht vorstellen kann. Ah, der bleibt auf seinem Hügel stehen. Ah, schön, weil ein Untotenfähiger, dass sie eine Synchronbewegung haben beim Bewegen. Oh, euch habe ich vergessen. Auf Anruf von... Nein, Anrufung von Nehek. Lässt tote Kämpfer wieder auferstehen, stellt LP der Kämpfer wieder her. Heilt die Verletzten vor der Wiedererweckung. Ach so. Ja, Untote heilen. Heinrich Kemmler. Fear the Tomb Blade. Ach, er hat eine Fledermaus als Stab. Ich habe vorhin gesagt, er hat eine Schlange als Stab, ne? Aber er hat eine Fledermaus zusammen mit einem... mit einem Vogelkopf, irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, ob die durch Einheiten laufen können. Mit Körperlos. Wenn die durch Einheiten laufen könnten, wäre es ganz schön imber. Zombies sind übrigens gegen gar nichts gut. Bevor ich wundere, dass jede feindliche Einheit besser eingestuft wird als meine Zombies. Wenn Körperlose vor allem durch Gegner laufen könnten, wäre es total merkwürdig. Vor allem jetzt die Reiter hier, die haben ja einen Angriffsbonus aufs Rammen. Das würde alles ja überhaupt nicht mehr passen. So, dass erstmal die Zombies da rangehen. Die lenken die erstmal ein bisschen ab. Was würde ja bedeuten, dass ich die jetzt hier so durchbewegen könnte. Aber die werden genauso geblockt von allen Einheiten als wie normale Reiter. So, jetzt umlauft die Kacke.
Dann gehen wir hier von hinten ran. Das habe ich sogar gesehen, den Fehler mit dem V-Sync. So, sollten jetzt aber gleich schon aufgeben. Die verlieren gerade ja überwiegend. Schafft das noch, das Schaden zu machen? Ach du Kacke, all diese anderen Truppen sind schon erledigt. Ah, das war's. Jetzt hat er nur noch seinen General. Ah ne, jetzt ist er auch tot. Doch, Untote geben auf, oder? Geben sie nicht auf? Ich bin nicht 100% sicher. Auf jeden Fall war es in der angespielten Version von damals, die ich hatte, da haben die aufgegeben an der Zeit. Wenn das Ektoplasma alle ist. So, gefangen unterwerfen. Move. Dieter der Dieter der Pedant. Unser Feind von der Fraktion Tempelhof ist in der Schlacht von Schloss Drakenhof östliches Silvania gefallen. Wir kriegen das Schild des Petolos. Und einen Totengräber, was Tote erwecken günstiger macht. Eschen ist verwundbar, dunkler Fürst. Stehlt es dem Feind, um eine neue Nordfront zu öffnen. I'll have your soul. Let us make doom. Yes. Ja, ist schön mit Eschen, aber ich denke mal, ich werde nächste Runde bei Tempelhof auch einfach einmarschieren. So, Fähigkeiten. Erstmal rastlose Toten, damit wir auf der Kampagnenkarte ein bisschen weiterlaufen können. Das Schild hat er ausgerüstet, den Totengräber hat er auch schon reingenommen. Dann wäre ich an der Stelle schon mal mit der ersten Runde ziemlich zufrieden. Aha, das Imperium, die Zwerge und die Bretonien sind meine Gegner. Chaos natürlich auch später. Lange Kampagne sind wirklich nur 20 Provinzen halten. Kommt mir ein bisschen wenig vor. They will all pay. Genau, bleibt man in der Belagerung drin. Investieren wir noch die 2000 hier unten.
Nee, die Statistik wollte ich nicht. Diplomatie wird wahrscheinlich nicht viel möglich sein. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Vansley wanes and Mosley waxes. Of course, I was expecting you. You dare approach a... Na okay, die Zwerge wollen keinen Frieden mit mir. Wäre aber schön gewesen, wenn die Zwerge so am Anfang sagen, okay, nicht Angriffspakt, dann könnte ich die als allerletztes töten. So, Siedlung belagert, da müssen wir eh noch eine Runde warten. Hügelgrab ist auch fertig. Was ist ein charismatischer Vampirfürst? Führerschaftseffekte. Auf Untote, die er selbst wiederbelebt hat. Jetzt fällt mir gerade auch auf, die haben 4 Helden. Die Zwerge hatten, glaube ich, nur 3. Das macht nichts. Auch wenn er denkt, er wäre stärker als ich. Ist er nämlich nicht. Ach, da kriegt von hier hinten Unterstützung. Das ist gut, dann kümmere ich mich nämlich zuerst um die. Einfach durch die Lücke laufen. Auch ihr, ab da durch. Heinrich Kemmler. The dead will rise. Serve me. Hör auf, meinen Zauberer anzugreifen.
Genau, zerschlag die kleinen Zombies. Boah, Fledermäuse, hört auf, mich anzugreifen. Ich kann meinen Zauber nur benutzen, wenn er auch frei ist. So, ich brauche den Block nach Norden. Legions to me! At once! Da sind die Hunde wieder weggelaufen. Heinrich Kemmler, a strange fate. Upsala. Euch wollte ich gar nicht bewegen. Genau, kümmert euch mal um die. Boah, scheiß halten die hier unten lange aus. Ach komm, das sind doch nur Zombies, da könnt ihr einmal reinchargen. Genau, drück mal gegen die. Kann nicht sein, dass der so viel aushält, den Scheißdingern. Hoch. Kemmler.
rüber. They will suffer. Where is Krell? It is time. Ja, da unten wütet gerade der Gegner mit drin rum. Und wieder ein paar Schubsen, wenn es gefunktioniert hätte. Lass den Blödsinn. Tu nicht so, als wenn du mit deinen kleinen Bestien da gegen mich gewinnen könntest. Und nächster Schubser. Komm, jetzt drück die Penner einfach weg. Ja! Fick dich! Entschuldigung. Aber was war's? Ob es schlau ist, bei den Untoten die Anführer zu töten? Ich glaube, ja. Jetzt gerade hat das eigentlich ziemlich viel gebracht. So, wir nehmen euch gerne auf. Schloss Tempelhof gehört damit uns. Wir verbreiten den Makel des Untodes, mächtiger Fürst. Euer Reich wächst und euer Blick fällt auf weit entfernte Länder. Das Imperium und andere Menschenreiche liegen im Norden und Westen. Euch erwartet ein Festmahl. Die Lebenden sind zahlreich. Korrekt. Ihr könnt die Toten eurem Willen beugen, Herr. Verstärkt eure Streitkräfte schnell, indem ihr die Toten unter eurem Banner versammelt. Frederik von Karstein ist gestorben. What? Ich
Ah, okay. Ich krieg gerade eine Info. Wir machen aus dir aber einen Zauberer. Ein ganz kurzer Break.